So, Freunde. Ja, Entschuldigung. Ich habe gewöhnt, dass ich schon. Moment. So. Ja, letzte Schaufel. Dann werden wir den Rest noch waschen. Dann haben wir den Eimer voll. Das wäre dann Eimer Nummer 6. Und dann werden wir mal gucken. Also 45 bis wieder nach. Da ist noch. Das reicht noch eben. Ich glaube. Nee. Ja, mal waschen und alles. Ja, muss ich mal gucken, wie ich hinkomme. Ja, ich habe jetzt 25,7 Unzen Nuggets gefunden. Ach, Strom, da war was. Genau. Der Bär ist los. Strom auf der anderen Seite. So. Brauchen wir noch Sprit? Da muss ich Sprit reinfüllen. Da nicht, aber hier. Machen wir den auch noch voll. So. Wasser brauchen Der braucht kein Wasser. Ich schalte mal raus. Ja, genau. So, 25,7. Auf geht's. Ich muss das wieder mal aufschreiben. Ach ja. 25,7.
Last not least. Der letzte Eimer. So. Was mache ich damit? Kann ich das beim Dings mitnehmen? Wieso habe ich hier nichts drin? Magnetit 0 aus. Da muss ich mich mal schlau machen. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall haben wir zweiundvierzig, genau 30. Das heißt, bei 6 Eimer ist 5. Vorher hatte ich 3 pro Eimer. Alter Verwalter. Ist nicht viel, ne? Ich nehme mal den Eimer mit. Dann fahren wir mal nach dem Dings. Ja, den müssen wir auch noch tanken. Wir müssen auch noch tanken. Das war jetzt 3 Tage Arbeit. Also 10 am Tag. Kommt nicht mehr viel. Kommt nicht viel mehr rum, ne? Oder? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gleich nochmal laden.
Wenn ich den einmal jetzt in der Hand habe, das ist ja der Magnetit, ne? Mein Gott, nee. Nein, ist er nicht. Oder? Natürlich ist er nicht. Kapiere ich nicht. Ich kann nur 7 einschmelzen. Warum kann ich nur 7 einschmelzen? Komisch, sehr komisch, ich weiß es nicht. Also, wo kriege ich Magnetit her? Muss ich das verkaufen? Wenn ich das in den Fass rein tue, bringt das was? Oder kriege ich da auch einen Barren von? Sehe ich jetzt überhaupt nicht. Steht ihr das? Also ich verstehe es jetzt nicht. Ist das pro Tag oder?
nachlesen. Karte, Karte des Goldes, Notiz so. Es ist immer gut, dass Magnetit vor dem Schwenken loswerden. Kauft ihr ein. Geld, ja. Ach. Klar. Ich habe nicht genug Geld. Aber jetzt habe ich genug Geld. Jetzt kann ich wieder schmelzen. Mein Konto war leer. Logisch. Na, eigentlich nicht, aber kann ja ein bisschen von dem Gold behalten. Gucken, ob er jetzt schmilzt. Ja, ich hätte mir mehr erhofft. Mit Bagger und alles. Pro Tag 10. Ungefähr. Recht seltsam. Na gut. Auf jeden Fall kaufe ich mir erstmal eine Pumpe, eine elektrische.
Würde ich sagen, oder? Ja. Na komm, müsste es doch gleich fertig sein, oder? Also bis wir dann 1 Million zusammen haben, auch dieses Jahr nicht mehr. Gehen wir erstmal das Gold ab, ne? Na, 50.000 knappe. Dann fahren wir erstmal tanken. Na, reicht? Ja, reicht. Denn so eine große Kosten. Ach so, elektrisch schaltet die sich automatisch mit ein. Okay. Brauche ich noch was? Ich glaube nicht, ne? Alter.
30.000. Dreiundvierzigtausend und 87.000. Duplex, Kiespumpe. Neunundsiebzig, 26, wow. Einunddreißig, kostet ein großer Bagger. Heute mal auch zu laden. Ja, na klasse. Ich müsste noch mal zum so, dann gehen wir pennen. Ach ne, ich will mal eben bei dem Dings, werde ich mir eben die Dings reinschütten. Das? Ja, halbe Stunde ist um. Okay, die Pumpe haben wir. Stellen wir morgen auf. Und dann müssen wir weiter gucken, wie wir mit dem Loch klarkommen. Also, bis dann. Achso, Moment. Machen wir anders. So. Einmal gucken. 5800. Ja, toll. Was 0,13? Achso. Schiff des Gold, 16 Onzen. Provision der Pacht, 5800. Na klasse.
Ja. Guten Morgen und auf Wiedersehen. Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Folge. Ciao.